lieber Wassermann, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Dezember und Januar. Wir nähern uns dem Ende des Jahres bzw. sind schon im neuen Jahr angekommen, je nachdem, wann du dieses Video guckst. Ja, so schnell geht es dann immer wieder vorbei, ein ganzes Jahr. Gefühlt hat es irgendwie erst angefangen und irgendwie auch nicht. Na egal, wir kommen jetzt mal zu deiner Legung. Die Hauptenergie für dich aus dem Deck Weisheitskarten der Seele ist die Karte Balanceakt. Da werden wir gleich mehr zu sagen, kommen jetzt aber zu den ersten Worten, die ich zur Legung sage. Und zwar, nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine neue Legung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine Karte für deine Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr. Und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem den Link zu den Jahreslegungen. Wenn du für 2024 pünktlich eine Jahreslegung haben willst, buch die rechtzeitig, nimm rechtzeitig Kontakt mit mir auf. Wenn du mal zu deinem Geburtstag eine Jahreslegung haben möchtest, dann guck auch, dass du die rechtzeitig möglichst ein paar Wochen vorher buchst und eben auch rechtzeitig dann den Kontakt zu mir aufnimmst. Dann findest du in der Infobox dieses Videos unter anderem noch den Link, wie immer, zu den Kanalmitgliedschaften, zu den privaten Legungen und auch noch einiges mehr. Guck da einfach gerne rein. So, und das war es jetzt mit dem Prolog und wir beginnen mit der Legung. Du guckst, dass du dich entspannt zurücklehnst und dass du gut wirken lassen kannst, ob das Ganze hier deins ist oder nicht. Die Karte Balanceakt spricht von einem Balanceakt, logisch. Auf welche Art und Weise, da spüre ich mich jetzt mal rein. Oh, ich habe das Gefühl, dass du etwas siehst und dass etwas kommt, was du dir lange gewünscht hast und von dem du jetzt, wo es irgendwie kommt, denkst, oh, und fühlst, kann ich das überhaupt? Ist es jetzt ernst? Kann ich das wirklich leben? Ja, da ist, es fühlt sich eigentlich sehr schön an, aber es fühlt sich auch an nach, ich finde, du fühlst dich sehr berührt an und so kann das wirklich sein, kann das jetzt auch gehen. Irgendwie so diese Worte kommen. Wir gucken mal in die Neunerlegung. Deine Hauptenergie ist der König der Stäbe, kann für dich stehen, muss aber nicht für dich stehen. Egal, ob du Männlein oder Weiblein bist, wir werden reinspüren. Ich werde natürlich reinspüren. Jetzt ziehe ich erstmal die komplette Neunerlegung und sage nur etwas zu den Positionen und Grundbedeutung der Karten. Also König der Stäbe, eine Person, die zentriert im Element des Lebensfeuers, der Lebensenergie, Lebenswut, Lebensleidenschaft steht. Jetzt kommen wir erstmal zur oberen Reihe. Die obere Reihe, eine Entwicklung aus der Vergangenheit. Da haben wir den Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter, eine Person bzw. eine innere Haltung, die ja, für dich passt natürlich, weil es auch deine Legung ist. Hier haben wir eine Personenkarte, es kann auch immer wer anders sein. Der Rest ist eigentlich dann schon in der Regel deins. Entweder hast du dir hier eine gute Haltung über etwas entwickelt und bist dann auch straight den Weg gegangen, ohne das noch groß zu diskutieren. Oder bist auch mal vor einem Thema weggelaufen. Das kann das beides sein. Dann haben wir den Hierophanten. Der Hierophant verbindet sich erstmal mit den Dingen, wie sie sind. Wertneutral, ohne zu urteilen. Und wenn man sich verbunden hat, dann kann man sie auch verändern. Das ist so der die Grundbedeutung vom Hierophanten. Dann haben wir die Zehn der Schwerter. Zehn der Schwerter für entweder einen Abschluss von etwas oder auch mal unterdrückte Gefühle. Dann haben wir die erste Karte der Präsentenreihe, dem Buben der Schwerter. Bube der Schwerter steht für den Blick aus der Distanz auf die reflexive Ebene gehen, sich die Dinge etwas von außen angucken oder auch mal für Lernen. Dann
haben wir hier den Herrscher, kann für dich stehen, muss aber nicht. Der Herrscher repräsentiert im Tarot die männliche, das männliche Element. Wir haben es hier mit einem aktiven, eben dem aktiven Element zu tun. Hier kann es um Struktur, um Ordnung, um Sortieren gehen, um auch eine gewisse Geklärtheit. Dann haben wir die erste Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung mit der Königin der Kelche. Kann auch wieder für dich stehen, muss aber nicht. Königin der Kelche, eine Person, die sowohl in sich als auch nach außen hin gut fließen lassen kann. Dann haben wir den Turm. Der Turm steht für einen Turmmoment. Da brechen Dinge weg, die auch keiner Wahrheit standhalten können. Da bekommt man Klarheit. Ist nicht immer angenehm. Turmmomente, das können auch mal Schicksalsschläge sein. Das muss jetzt hier überhaupt nicht so schlimm sein, ne? Aber dass du ungefähr weißt, was ich meine, sind häufig nicht ganz einfache Momente, aus denen man aber viel lernt und sehr geklärt rausgeht. Dann haben wir die vier der Münzen. Die vier der Münzen, letzte Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung, können dafür stehen, dass man sich selbst schützt oder eben auch an etwas klammert. So, jetzt haben wir alles liegen und jetzt kommen wir zur Deutung. Erstmal die Hauptenergie, der König der Stäbe. Ich spüre mich mal rein, spüre auch mal rein, ob das deine Energie ist oder ob ich die eher für wen anders wahrnehme. Kleinen Moment. König der Stäbe ist für mich deine Energie. Du bist in dir sehr präsent. Ich nehme dich in dir sehr präsent wahr. Und die Energie ist, das hier hat, ist es, die hat den gleichen Ursprung auch, der Balanceakt, die Energie, die ich dahinter wahrnehme, und der König der Stäbe. Der König der Stäbe, der ist innerlich, du hast ein gutes Standing. Ne, Stab, Feuerenergie ist körperliche Energie, die ist immer sehr körperlich, da ist man gut gesettelt, hat häufig in den Dingen, gerade als König der Stäbe, der da auch eine ziemlich starke Zentrierung mit reinbringt und einen Wumms. Und ich nehme dich aber auch vorsichtig guckend wahr. Auch vorsichtig guckend ein, krass. Hier haben wir den Fuchs für ja, ein Vorgehen mit Verstand, sagen wir mal so. Und dann haben wir die Wolken, die für Unklarheiten stehen, beziehungsweise ziehen sich auch aus dem Bild raus. Das ist Erklärung. Ja, und du kannst dir die Dinge klar angucken. Du kannst dir die Dinge klarer angucken. Dein Blick wird geklärt. Mit dem Fuchs guckst du und du kommst in eine Wahrheit, die überhaupt nicht so schlimm ist, wie du dachtest. Das ist mein Gefühl dahinter. Man guckt, man denkt sich, oh, hätte ich das vorher schon so sehen können, wären mir jahrelange Qualen erspart geblieben. So in etwa ist das. Hier klärt sich dein Feld. Du guckst, du traust dich zu gucken und es ist gar nicht so schlimm. Das ist auch hier beim Balanceakt dieses, da kommt was und du siehst es auch und du weißt nicht so richtig, ob du dem standhalten kannst, aber der Blick klärt sich total. Und auch dieses Gefühl, dem standhalten zu können, ist meine Idee, klärt sich mehr und mehr, je mehr du den Blick auf das, was du gerne hättest, wirklich zulässt. So, das lassen wir erst einmal zur Hauptenergie. Jetzt kommen wir in die obere Reihe. Der Ritter der Schwerter, der Hierophant und die Zehn der Schwerter. Mit dem Ritter der Schwerter hast du für eine Sache gekämpft und du bist da auch straight deinen Weg gegangen. Aber ich habe das Gefühl, das war auch viel Kampf. Also du musstest dich durchsetzen, du musstest repräsentieren, was du gerne möchtest. Ich habe auch das Gefühl, es kann sein, dass du dich häufig erklären musstest. Ich ziehe nochmal zwei Karten. Wir haben hier eine Frau. Es kann deine Energie sein, muss aber nicht.
Und dann haben wir den Brief für, der steht erstmal grundsätzlich dafür, dass einem etwas klar wird, etwas offenbar wird. Der kann aber natürlich auch für Kommunikation stehen. Ich muss mal reinspüren, wessen Energie die Frau ist. Es ist deine Energie. Das ist deine Energie. Und die beiden Karten, auch nochmal bei reinspüren, sagen das Gleiche, wie ich hier schon gesagt habe. Du musstest zu dir stehen. Du musstest dich immer wieder zeigen. Und das ist das, was mit dem Brief gemeint ist. Was ich hier auch beim Ritter der Schwerter schon gesagt habe. Ein immer wieder dich zeigen, dich zeigen, dich zeigen. So sehe ich das, so sehe ich das, so sehe ich das. Es war für mich ist das hier oben durchkämpfen gewesen. Auf dieser Position. So. Jetzt kommen wir zur nächsten. Dann haben wir den Hierophanten. Und ich habe das Gefühl, du musstest vielleicht gar nicht nur den anderen immer wieder erklären, was ist. Du musstest es gegebenenfalls dir auch zeigen. Du wusstest auf der einen Seite, wohin du willst und was du tust. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, hier nochmal verstärkt, das war eben schon so ganz leicht, aber nicht so richtig präsent, aber es kommt hier nochmal sehr, sehr stark, dieses, ich muss es nicht nur den anderen zeigen, sondern mir auch. Und je mehr ich das verstehe und mich auch darauf einlasse, wie die Dinge sind, umso ruhiger werde ich. Umso ruhiger werde ich mit dem Hierophanten. Umso mehr kann ich die anderen sein lassen, wie sie sind. Relativ wumpe, was sie denken. Ein Kampf wird in mir beendet, also wird er auch im Außen beendet. So. Und mit dem Hierophanten bist du immer, immer klarer in deiner Position geworden. Insbesondere dir selbst gegenüber. Das ist sowieso immer das Wichtigste. Wenn ich mir selbst gegenüber klar bin und absoluten Frieden über irgendwas habe, dann ist es auch durch ein Außen eher schwer, mich zu erschüttern. Da spielen dann, können noch mal Sachen mit reinspielen. Aber hier haben wir so dieses Prinzip, mir ist das immer klarer geworden und ich bin immer ruhiger geworden. Also es ist auch im Außen, glaube ich, auch ruhiger geworden. So, dann haben wir die 10 der Schwerter. Mit den 10 der Schwertern habe ich das Gefühl, hier ist so ein bisschen, ist eine schwere Phase gewesen. Es musste noch mal sehr viel abgeschüttelt werden an Schwierigkeiten. Und ich habe das Gefühl, du musstest da auch straight durchgreifen. Du musstest, warst wirklich noch mal aufgefordert, dich mit Dingen auseinanderzusetzen, dich von Dingen zu lösen, die irgendwie nicht so richtig zu dir gehören und nicht so richtig zu dir passen und nicht, ja, ich lasse es mal gerade so stehen. Und je mehr du dich durchgekämpft hast, umso so ruhiger ist noch mal alles geworden. Wir haben hier den Berg für Blockaden, für Hindernisse. Ne? Und dann haben wir den Schlüssel. Hier ist eine Lö ich spüre mich auch gleich noch mal rein. Aber letztendlich erstmal rein von den Bildern her oder so sagt das auch nochmal. Es mussten nochmal Sachen gelöst werden. Und das fühle ich hier auch. Der Berg sind einfach nochmal Schwierigkeiten, die du intern in dir hattest, die sich auch im Außen gezeigt haben können. Aber ne, letztendlich haben wir das auch einfach in uns. Wenn sich was im Außen zeigt, das ist zumindest meine Haltung. Und hier, ich nehme die auch massiv wahr, aber sie sind in die Lösung gegangen. Ne? Du hast Gelegenheit dazu bekommen, Dinge zu lösen. So, wir kommen zu der Präsentenreihe mit dem Buben der Schwerter, dem König der Stäbe und dem Herrscher.
Der Bube der Schwerter. Ich habe das Gefühl, du bist gerade in so einer Position, dich nicht naiv irgendwo reinfallen zu lassen. Dich nicht naiv irgendwo reinfallen zu lassen, sondern gerade ist es eher so, okay, ich sehe alles, was kommt, ich verarbeite das auch, aber ich halte die Distanz, um auch nicht erneut irgendwie verletzt zu werden. Es ist für mich der Bube der Schwerter. Dieses die Distanz halten, die gucken. Ne? Und ganz passend dazu ist auch dieses ein bisschen skeptisch sein, hier bei dem Balanceakt und auch hier der König der Stäbe mit dem Fuchs gucken können. Aber es ist auch wichtig, und ich glaube, das rationale Element ist gerade ein Stück weit auch wichtig für dich, um mit dem Kopf Dinge zu begreifen, die du irgendwie, wo du irgendwie vielleicht noch Verknüpfungen hast, die gegebenenfalls eine andere Sprache sprechen als die, die jetzt aber eigentlich bei dir gesprochen wird. Es ist wichtig für dich, die Dinge nicht nur körperlich zu verstehen. Da haben wir hier den König der Stäbe, der sehr körperlich ist. Auch hier die Balanceakt-Karte, da nehme ich dich auch berührt wahr. Und es ist aber dieses Element Kopf, hier mit dem Buben der Schwerter und hier mit dem Fuchs, nehme ich gerade als sehr hilfreich für dich wahr. Das ist gut, wenn beides zusammenarbeitet. Ne? So kann man das, glaube ich, sagen. Der Herrscher. Ich spüre mal rein. Mit dem Herrscher nehme ich dich eine Stufe weiter wahr. Das ist auch für mich deine Energie. Wir haben ja hier einen Entwicklungsprozess. Und während du hier quasi mit dem Buben der Schwerter schon noch ich dich sehr in der Distanz wahrnehme, habe ich hier das Gefühl, da ist man emotional schon ein bisschen offener. Da ist man schon emotional, dass man eher emotional auch mal vorfühlt, aber den Kopf noch eingeschaltet. Und mit dem Herrscher habe ich das Gefühl, du hast dich sortiert. Und das ist auch das, was der Herrscher ja sagt von der oder was eine Grundbedeutung sein kann. Man ist sortiert. Hier haben wir die Störche mit den positiven Entwicklungen. Und dann haben wir den Baum für Heilung, Wachstum, Stabilität. Ich habe das Gefühl, da ist Luft raus, im Sinne von, da ist eine Action raus, wo du auch froh bist, dass die draußen ist. Die Störche sind irgendwie erleichtert, die nehme ich auch sehr ruhig wahr. Den Herrscher nehme ich auch schon relativ ruhig wahr. Und der Baum ist eine Orientierung am Gesunden, eine Orientierung am Wachstum. Und das ist auch ich habe nicht mehr 50 Millionen Prozesse auf dem Tisch und muss das alles klären, sondern hier ist also nicht, dass du keine Themen mehr hast oder keine Prozesse, das geht nicht darum, es geht aber darum, was wiegt wie viel und wo ist ein Übergewicht. Und hier ist so nein, ich orientiere mich am Gesunden. Irgendwie ist das, irgendwie kommt das hier so rüber. Die potenziell zukünftige Entwicklung mit der Königin der Kelche, dem Turm und den Vier der Münzen. Auch die Königin der Kelche ist deine Energie. Ich habe das Gefühl, du traust dich hier was. Die Königin der Kelche kann nicht nur in sich fließen lassen, sondern die lässt das auch nach außen hin. Im Gegensatz zum König der Kelche, der die Gefühle eher in seinem Rahmen zentriert für sich behält, von der Grundbedeutung her.
Und hier ist ein, du traust dich was. Du traust dich fließen zu lassen. Du traust dich sehr, sehr stark auf eine Art und Weise ins Gefühl zu gehen, wo du dich hier noch nicht so getraut hast. Der Turm. Ich ziehe mal zwei Karten zum Turm. Wir haben hier das Haus, das kann fürs materielle Zuhause stehen oder für ein Zuhausegefühl, was sich im Laufe des Lebens entwickelt hat, oder für Komfortzone oder Abgrenzung. Dann haben wir den Sarg für tiefe Transformation, tiefe Heilung, tiefen Wandel. Ich habe das Gefühl, dass eine Abgrenzung, dass du eine, die, den na, Fall einer Abgrenzung, also wenn es in sich zusammenfällt, ne, und das ist auch irgendwie das, was mit dem Turm durchkommt, dass du das hier zulassen kannst. Du kannst Mauern einstürzen lassen. Ich habe das Gefühl, dass dich das schon noch mal Kraft kostet. Aber ich habe das Gefühl, dass du das hier kannst. Die Königin der Kelche, da habe ich eben schon gesagt, die fühlt sich ein Stück mutig an. Und du kannst hier etwas, einen Prozess zulassen, bei dem Dinge nochmal gehen können. Vielleicht sogar mit einem ganz komfortablen Gefühl innen drin. Der Turm muss sich ja nicht immer richtig blöd anfühlen. Und du kannst Dinge richtig zulassen, wie sie dann auch sind. Ohne dich in deiner Komfortzone. Ah, Komfortzone ist es schon ein Stück, aber ich finde, das ist der falsche Ausdruck. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Sicherheitszone, die du dir erschaffen hast und in der du dich gehalten hast, weil du Angst hast, wenn ich mir den Rest angucke, dann gehe ich daran kaputt. Deswegen musstest du dich abschirmen. Und hier ist ein, und ich kann es jetzt doch zulassen. Das ist auch die Energie, das ist auch die Energie. Ich kann es doch zulassen. Ich orientiere mich jetzt am Gesunden und nicht mehr daran, mich schützen zu müssen, quasi. Ne? Ich orientiere mich am Wachstum und nicht an dem Blockieren. Genau, das ist die Position. Die vier der Münzen. Ich habe das Gefühl, mit den vier der Münzen kannst du gut erkennen, was deins ist und was das von wem anders ist. Ich nehme dich mit den vier der Münzen sehr abgegrenzt wahr, aber ich nehme dich sehr gesund abgegrenzt wahr. Du spürst dich. Und du hast dich vielleicht lange nicht so richtig gespürt. Vielleicht warst du sehr symbiotisch mit wem anders oder mit anderen Personen. Und da ist es eben wichtig, aus dieser Symbiose rauszukommen. Und wenn du dich symbiotisch gefühlt haben solltest, das heißt, dass du wenig Unterschied zwischen dir und wem anders gespürt hast, dann ist es klar, dass du dir irgendwie eine Sicherheitszone einrichten musstest. Weil du ja irgendwie über Grenzen gegangen bist und den anderen auch völlig über deine Grenzen hast gehen lassen, wenn man das symbiotisch so verwoben zulässt. Ne? Und hier haben wir ein und ich spüre mich. So, mein lieber Wassermann, das ist deine Legung, das ist deine Legung in Sachen Liebe. Das war hier für dich auf jeden Fall erstmal wichtig, diese Dynamik dir nochmal aufzuzeigen oder dich da bewusst zu machen, wenn du hiermit resoniert hast, für deinen Prozess eine gesunde, glückliche Liebesbeziehung eingehen zu können. Was ist für dich jetzt wichtig? Welcher Persönlichkeitsaspekt ist für dich wichtig, dass du dich auf ihn konzentrierst? Da haben wir Reichtum, Fülle. Ich bin so beschenkt, sagt sie. Schau mal, was das mit dir macht. Karte lasse ich ja immer gerne bei euch. Und ich ziehe jetzt drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber.
einmal deine Beziehungsenergie. Da haben wir mit den 8 der Kelchen das Verlassen einer Situation, die energetisch ausgedient hat, die nicht mehr lebendig ist, und das Hingehen zu einer Situation oder das Hinwenden zu einer Situation, die jetzt quasi erfüllend ist. Die Energie zwischen euch, da haben wir den König der Schwerter. Der kann mal für die Beziehungsenergie an sich stehen, kann aber auch tatsächlich eine Personenrolle einnehmen. Von wem auch immer, werden wir gleich sehen. Und dein Gegenüber ist im Modus 7 der Schwerter. 7 der Schwerter, ein sich nicht ganz transparent zeigen. So, aber hier gucken wir jetzt erstmal in die 8 der Kelche und in den König der Schwerter. Ja, mit den 8 der Kelchen nehme ich sehr stark die Energie vom Balanceakt auch wieder wahr. Und auch diesen Mut von der Königin der Kelche. Du bist mutig, dich dem Schönen im Leben zu stellen. Irgendwie fühlt sich das so an, dem Erfüllten im Leben zu stellen. Da bist du nicht nur mutig, da hast du auch einfach die Voraussetzungen für. Ich glaube, das war mal nicht so, aber hier fühlt sich das so an. Dass du jetzt die Voraussetzungen dafür hast, die schöne Gelegenheit auch oder eine schöne Gelegenheit auch ergreifen zu können. Der König der Schwerter. Ich habe das Gefühl, dass das ein Zustand zwischen euch ist. Mal zwei Karten. Wir haben den Anker für irgendwie den Anker an der richtigen Stelle setzen, kann das sein, oder sich verkettet fühlen oder auch mal was Berufliches. Und dann haben wir die Lilien mit Frieden, Harmonie oder auch mal ein Familienthema. Also irgendwie fühlt sich das Ganze so ein bisschen, also erstmal der König der Schwerter und der Anker fühlen sich so ein bisschen festgefahren an. Das fühlt sich ein bisschen festgefahren an. Die Lilien. Ihr wisst, was zwischen euch geht und eigentlich wollt ihr das auch, aber ihr seid irgendwie festgefahren. Irgendwie lasst ihr was nicht richtig zu. Und der König der Schwerter kann aus verletzten Gefühlen resultieren, aus das wird eh nichts, aus keine Ahnung was. Das ist für mich aber irgendwie was. So ein bisschen die Beziehung dominiert. Wir werden schauen in der weiterführenden Legung, inwieweit das euer beider Beziehungsenergie ist. Ich werde mir dein Gegenüber in der weiterführenden Legung anschauen, das keltische Kreuz um diese Karte drumherum legen, eben schauen, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht's hin und noch einiges mehr. Eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Der Link dazu ist in der Infobox. Freue mich sehr, dass du da warst. Freue mich natürlich sehr, wenn wir uns gleich wiedersehen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn du noch nicht hast, um den Kanal ein bisschen zu unterstützen und außerdem auch nichts zu verpassen. Also, meine Lieben, entweder bis gleich oder bis hoffentlich bald.